Für viele ältere deutsche Anime-Fans dürfte der Titel Crayon Shin-chan mit einer gewissen Nostalgie verbunden sein. Auf RTL 2 liefen ab 2002 die ersten 130 Episoden über den namensgebenden perversen Fünfjährigen auf Deutsch. Und auch ich habe eine gewisse Nostalgie für den Titel, als er immer noch 10 Jahre später auf dem Pay-TV-Anime-Sender Animax lief. Nur dürfte es viele überraschen, die sich mit der Serie nicht weiter beschäftigt haben, dass sie eigentlich seit 1992 in Japan durchgehend fast jede Woche läuft und mittlerweile über 1000 Episoden zählt. Begleitend dazu kommt pünktlich wie ein Uhrenwerk auch jedes Jahr ein neuer Film zum Franchise heraus. Nur haben es diese Filme bis vor kurzem nie nach Deutschland geschafft. Bis vor kurzem sage ich, weil seit 2019 der noch junge Anime-Verlag Polyband Anime neue Episoden der Serie mit neuer Synchro nach Deutschland bringt und es nun mit einem Film des Franchises versucht hat, dem 28. Film mit dem Namen Crash, Königreich Kritzel und fast vier Helden. Das und der Release eines neuen Shin-chan-Spiels für die Nintendo Switch in Japan, was von den Machern der Boku no Natsu Yasumi-Reihe ist, haben mein Interesse für das Franchise neu geweckt und ich habe nachgeschaut. Was ist der beste Shin-chan-Film? Bei mittlerweile 29 Filmen muss ja mindestens einer dabei sein, der gut ist. Vielleicht sogar ziemlich gut ist. Und ja, es gibt ihn. Von Kritikern weltweit als sogar einer der besten Anime-Filme bezeichnet wird Crayon Shin-chan Movie 9. Fierceness Dead and White Storm, The Adult Empire Strikes Back. Mein Name ist Mickey und willkommen zu dieser Review. Der Film spielt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Shin-chan und seine Eltern besuchen das Museum für das 20. Jahrhundert, wo es zahlreiche Ausstellungen gibt, die Nostalgie bei den Erwachsenen hervorrufen. Ultraman, Sailor Moon, aber auch Sachen wie die 1970er World Expo in Osaka, eines der größten Events der japanischen Geschichte, finden sich in unterschiedlichster Form dort wieder. Während die Erwachsenen auf Wolke 7 schweben, sind die Kinder aber wenig begeistert, da sie mit all diesen Dingen nichts anfangen können. Wie sich wenig später aber herausstellt, ist dieses Museum eine böse Machenschaft der Organisation Yesterday Once More, die das 20. Jahrhundert niemals enden lassen möchten. Am nächsten Morgen benehmen sich Shin-chans Eltern merkwürdig. Sie faulenzen, ignorieren ihre elterlichen Pflichten und sind gemein gegenüber Shin-chan und seiner Schwester. Sie benehmen sich fast wie Kinder. Ein Spaziergang durch die Stadt offenbart aber, dass das kein Einzelfall ist. Alle Erwachsenen sind auf einmal geistig zu Kindern geworden. Schließlich fährt eine Kolonne an Transportern vorbei, die von seltsamer Musik begleitet werden. Die Erwachsenen springen alle auf die Transporter auf, die Richtung Museum für das 20. Jahrhundert fahren, indes die Kinder nun alleine in der Stadt sind. Jetzt liegt es an Shin-chan und seinen Freunden herauszufinden, was hier los ist und wie man alles wieder zur Normalität zurückbringen kann. Shin-chan hat eine lange Historie, was das Berühmtmachen von heutigen Spitzenregisseuren angeht. Ein Beispiel, was ich hier immer wieder zuerst angeführt sehe, ist Masaaki Yuasa, Mitbegründer von Science Saru und Regisseur von modernen Klassikern wie Ping Pong the Animation, Keep Your Hands Off Aizouken und The Tatami Galaxy, der zahlreiche Episoden der TV-Serie storyboardete und Szenen darin animierte, aber auch bei unfassbar vielen Filmen Schlüsselszenen animierte und oft das grundlegende Szenario dieser schrieb. Bei Film 9 wirkte dieser aber nicht mit. Stattdessen war Film 9 eine Zusammenarbeit in Sachen Regie, Storyboard und Drehbuch von zum einen Keiichi Hara, Regisseur von Birthday Wonderland, Summer Days with Coco und mit Colorful von einem absoluten Kritikerliebling und von Tsutomu Mizushima, Regisseur von Shirobaku, Girls and Panzer, XXXHolic, Yondamasuyo Asase-san und noch vielem, vielem mehr. Wie hoch die Production Values und wie viele talentierte AnimatorInnen an diesen Filmen sitzen, sieht man direkt von Anfang an bei der Ultraman-Parodie, mit der der Film startet. Viele Schnitte davon sind animiert von Yuichiro Soyoshi, der besonders ein Genie mit Perspektiven ist. Im 9. Film gegen Ende zeichnete er die nervenaufreibende Treppensteigerei von Shin-chan mit handgezeichneten dreidimensionalen Hintergründen. Gleiches findet man von ihm am Anfang des 22. Shin-chan-Films namens Serious Battle Robot Dad Strikes Again, der auch fabelhaft ist, in Film 8 The Storm Called the Jungle, den ich noch nicht gesehen habe, und auch im 14. Shin-chan-Film The Legend Called Dance Amigo. Wozu ich leider kaum Credits finden kann, ist die überwältigende Autoverfolgungsjagd in der Mitte des Films, die ziemlich lange geht und wo bis auf einen Shot alle 3D-Hintergründe auch handgezeichnet sind, was halt wirklich erstaunlich ist. Abseits davon wurde der Soundtrack des Filmes von Shiro Hamaguchi komponiert, der gemeinsam mit Kohei Tanaka für die Musik von One Piece verantwortlich ist, auch die Musik für Girls and Panzer, Shirobako und Oh My Goddess gemacht hat. In diesem Shin-chan-Film komponierte er wohl einer der unvergesslichsten Stücke des Shin-chan-Franchises für eine der besten Szenen, die ich jemals in Anime gesehen habe, zu der wir später noch kommen.
Die Animationen und Musik sind aber bei weitem nicht das, was diesen Film so besonders machen. Keine Frage, sie sind ein wichtiger Teil davon, aber in diesen beiden Aspekten können die meisten Shin-Chan-Filme eigentlich punkten. Überraschenderweise, damit würde man bei einem Shin-Chan-Film wahrscheinlich eher nicht rechnen, besticht der Film mit seinen Thematiken und seiner dichten, psychedelischen Atmosphäre. Der Film kam 2001 in Japan raus, im ersten Jahr des 21. Jahrhunderts, und erzählt eine Geschichte über die Angst vor der Zukunft und das Festhalten an der Vergangenheit, wie auch der grundlegende Konflikt zwischen Jung und Alt und über Zusammenhalt vor allem in der Familie. Die Bösewichte in diesem Film, Ken und Chako, die Anführer von Yesterday Once More, sind keine typischen Antagonistinnen. Sie wollen keine Weltherrschaft, sie sind das komplette Gegenteil von überzeichnet, stattdessen sind sie ruhig und mit einer auffälligen Melancholie gefüllt. Die Angst vor dem Fortschritt hat sie so sehr verzerrt, dass sie gar keine andere Möglichkeit sehen, als sich und den Rest der Welt für immer im 20. Jahrhundert gefangen zu halten. Natsukashi ist der japanische Wortlaut dafür, dass man gerade etwas auf eine positive Weise nostalgisch findet. Es ist ein Wortlaut, den es so in keiner anderen Sprache gibt und Japans Verbundenheit mit der Vergangenheit eigentlich gut zum Ausdruck bringt. Und ein bisschen Nostalgie zu verspüren ist ja nichts Schlechtes. Hin und wieder schmeiße ich gerne mal eine Runde Rollercoaster Tycoon 3 an, weil ich das als Kind super viel gespielt habe, und danach geht mein Leben weiter. Doch das ist das Problem mit den Bösewichten in diesem Film. Sie wollen an diesem schönen Gefühl festhalten und das funktioniert einfach nicht, man kann es nicht erzwingen. Man kann nicht einfach für sich entscheiden, dass sich die Erde nicht mehr dreht, denn sie wird es weiter tun. Die Leute um einen herum werden sich verändern, die Kinder wollen erwachsen werden. So will es auch Shin-Chan und so wollen es auch letzten Endes seine Eltern, dass er erwachsen wird. So, wer sich nicht spoilen lassen möchte, sollte jetzt das Video beenden, denn ich werde unter anderem auf jene beste Szene, die ich jemals in Anime gesehen habe, nun eingehen. Wenn ihr noch nicht ganz überzeugt seid und mit Spoilern kein Problem habt, solltet ihr aber dranbleiben. Spätestens danach werdet ihr den Film unbedingt schauen wollen. Besonders Hiroshis Rolle, die Rolle von Shin-Chans Vater, ist in diesem Film wahrlich etwas Einzigartiges. Nachdem er sich anfangs noch voll dieser Nostalgie hingab, versteht er, dass er in gewisser Weise auch dagegen kämpfen muss, dass eine Flucht in die Vergangenheit nicht immer etwas Gutes ist, sondern wie in diesem Falle einfach feige. In jener besten Szene, die ich jemals in Anime gesehen habe, welche ich vorhin anteaste, bekommen wir einen Rückblick auf Hiroshis Leben. Gefühlvolle, ruhige Musik präsentiert uns diesen intimen Einblick in ein Leben völlig ohne Soundeffekte, ohne Dialoge. Über seine Kindheit, über sein Treffen mit Misae, Shin-Chans Mutter und Shin-Chans Geburt. Über seinen Büroalltag und all die Kleinigkeiten, die ein Leben ausmachen. Es ist die Anime-Version von dem Intro von Pixars Oben, ein völlig angebrachter Vergleich, wie ich finde, denn beide diese Momente würde ich als Meisterwerke bezeichnen. Nach diesem Flashback, ausgelöst dadurch, dass Shin-Chan seinen Vater an seinen Schuhen riechen lässt, die den Geruch seines Büroalltags wieder zu ihm bringen, nimmt er Shin-Chan fest in seine Arme und weint. Und auch ich habe hier geflennt wie ein Schlosshund. Es war ein ganz normales Leben, aber das ist, was ihn so glücklich macht. Er hat eine Familie, eine Frau, zwei Kinder, mit denen er sein Glück jetzt teilen will. Er will sie älter werden sehen, er will ihre Erfolge sehen und er ist froh, dass er jetzt da ist, wo er ist. Leben hat keinen Plan, das sagt Hiroshi in dem Film sogar selber. Man muss bereit sein, sich der Zukunft entgegenzustellen und mit ihr zu arbeiten, anstatt gegen sie. Und gleichzeitig ist eine Erinnerung auch nur so schön, weil es eine Welt darstellt, die es nicht mehr gibt. Nur deswegen können wir überhaupt nostalgisch sein. Nur wenn wir nach vorne gehen, dürfen wir auch mal zurückblicken. Das alles steht im enormen Kontrast zu Yesterday Once More, die sich in ihrem sinnbildlichen Zimmer eingeschlossen haben und es bedauern, dass die Gesellschaft dies nicht zulässt. Bis zum Finale hin sind sie nicht bereit, dieses Zimmer zu verlassen. Nein, viel eher würden sie es sogar noch mit sich darin verbrennen, als sie schlussendlich versuchen, vom Dach des Museums zu springen, aber aufgehalten werden von zwei jungen Vögeln, die ihnen entgegenfliegen, hinein in das Nest ihrer Familie. Schon wieder, nachdem sie ihre Rakete, die den Duft des 20. Jahrhunderts auf der ganzen Welt verbreiten sollte, wegen den Noharas nicht starten konnten, werden ihre Pläne durch eine Familie vereitelt. Schon wieder gewinnt die Familie über den engstirnigen Egoismus. Doch muss ich leider sagen, dass der Humor von Crayon Shin-Chan für mich schon immer Hit or Miss war und mein Gesamterlebnis in diesem Fall leider doch etwas hinunterzieht. Durchaus kann ich mich daran erinnern, während der Serie mal gut gelacht zu haben. Gleichzeitig fühlen sich Witze, in denen sich Kinder entkleiden, für mich irgendwie komisch an. Vor allem, weil es in diesem Film eine Szene gibt, die beinahe aggressiv versucht, Shin-Chans Pimmel als Gag zu nutzen. Und auch wenn er die Gegenspieler aufhält, indem er ihnen auf die Frontscheibe pinkelt, ist das schlichtweg nicht meine Art von Humor. Wenn ich es mit dem vergleiche, woran ich mich aus der Serie erinnern kann, und mit dem einzigen anderen Shin-Chan-Film, den ich geschaut habe, dem 22., dann wirkt der krude und perversere Humor in diesem Film nochmal besonders auffällig. Und eventuell ist das sogar Absicht, um den Kontrast zwischen Jung, aka Shin-Chan und seiner Truppe, und Alt, aka seiner Eltern und die Gegenspieler zu verstärken.
Crayon Shin-chan Fierce Nested in White Storm – The Adult Empire Strikes Back ist ein herausragender Film, der für mich nur von extremeren Beispielen von Shin-chans Humor zurückgehalten wird. Es gibt noch viele tolle Szenen, an denen ich erklären könnte, was ihn so einzigartig macht, weil es ein durchgehend großartig inszenierter Film ist, der sich den Stärken der Animation und wenig auffälligen visuellen Metaphern bedient, aber am besten wäre es, wenn ihr mir gar nicht länger zuhört und ihn einfach selbst schaut, um seine melancholische, nachdenkliche Stimmung aufzunehmen und euch von seinen positiven Messages inspirieren zu lassen. Wenn es die Chance noch gibt, liebes Polyman-Team, dann lizenziert ihn bitte, um allen eine einfache Möglichkeit zu geben, diesen Film zu schauen, der in allen Ländern, die er erreicht hat, völlig zu Recht als Geniestreich gefeiert wird.